Gibt es Probleme, Argus? Nein, Herr Oberkontrollrat. Nur ein durchgeschmortes Relais. Das ist jetzt unwichtig. Ich möchte ein paar Worte an die Mannschaft richten, bevor wir nach Porta Fisco aufbrechen. Sofort! Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Ihr habt den Mann gehört. Auf, auf! Das ist meine Chance. Die Chance wird so in die Hose gehen. Aber gut, Datasette, bitte. Ihr habt euer scheiß keine Bäcker. Zeit. Sie, ach so, keine Zeit. Sie keine Zeit. Ja gut, wir gehen einfach. Jetzt gehst du darüber, meine Fresse. Komm nur so dumm sein. Hammerhart, ey, okay. Hallo. Na, überrascht? Du dachtest wohl schon, du hättest es geschafft. Das Glück ist mit den Gerechten und so. Tja, falsch gedacht, mein Freund. Es ist fast schon tragisch. Einmal im Leben entscheidest du dich, das Richtige zu tun, und schon kostet es dich alles. Deinen großen Traum, Liebe deines Lebens, deinen Heimatplaneten. Tja, ich würde dich ja jetzt gerne bedauern, aber das Hochboot ist in Betrieb. Die Aufstiegscodes sind eingegeben. Ich will Elysium einfach nicht länger warten lassen. Immerhin erwarten die einen Bericht von mir. Ich hätte auch bereits aufbrechen können. Aber was soll ich sagen? Mein schlimmer Rücken. Ich will einfach nicht alleine rudern. Also, gib mir die Backup-Datasette. Goals Erinnerungen an euren Fehlstart dürften noch im Kurzzeitspeicher liegen. Die sind schnell gelöscht. Gib sie mir. Das könnte dir so passen. Was ist hier los? Der Organon. Immer pünktlich, immer zuverlässig. Ich glaube, hier ist eine kleine Entschuldigung fällig. Sieht so aus, als ob die Ratte ihren Käse nicht geschluckt hätte, Amtmann. Aber ich bin nicht nachtragend. Wenn mir Rufus die Backup-Datasette aushändigt, werde ich unseren Plan wie besprochen durchführen. Jetzt mehr denn je. Du hast den Mann gehört, Rufus. Gib ihm die Datasette. Komm schon, Rufus. Sei vernünftig. Ich werde ohnehin nach Elysium gehen. Du kannst daran nichts mehr ändern. Wenn du mir die Daten jetzt gibst, kannst du wenigstens noch Goal retten. Also, haben wir eine Abmachung? Also, was ich noch sagen wollte, ich wollte noch irgendwas sagen. Vorhin, als ich gesagt habe, als wir in dem Hochboot schon waren, ich hätte vielleicht speichern sollen, ich glaube, es wäre alles aufs Gleiche rausgelaufen. Also ich glaube, er hätte es überhaupt nicht gesagt, dieses, yeah, hier auf nach Elysium, sondern er hätte einfach geschwiegen oder so, keine Ahnung. Von daher, ja, also Cletus, ganz ehrlich, nee. Können über alles reden, ja? Wir können doch über alles reden. Und warum sollte ich dir zuhören? Ich will nur die Datasets. Ja, und die hab ich, also hör mir zu, du Assi. Spacken, ey. Niemals. Tja, dann muss ich wohl selbst rudern. Schade. Aber ich hätte mir eigentlich denken können, dass dir dein Stolz wichtiger ist als Goals Leben. Ha, als das ich Goals wette, Leben. Du hast schon eine tolle Lügengeschichte parat, wenn sie aufwacht. Und merkt, dass du ja ein Erste-Reihe-Ticket für den Weltuntergang besorgt hast. Warte noch. Verschwende nicht meine Zeit. Gib mir die Datasette oder lass es bleiben. Naja, okay. Du hast gewonnen. Hier ist die Datasette. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Und ich wette, Goal wäre dir auch sehr dankbar. Leider wird sie nie erfahren, dass du überhaupt existiert hast. Ha? Deponia wird so ein schönes Feuerwerk für unsere Hochzeit abgeben. Niemals, Junge. Niemals. Ich hasse diesen Typ. Mhm. Cletus? Was ist passiert? Eine Menge. Kannst du dich etwa nicht mehr erinnern? Natürlich kann ich mich erinnern. Ich war mit dir auf einem Organon-Kreuzer. Wir wollten Deponia inspizieren, richtig? Wir sind auf Deponia, aber unsere Mission ist beendet. Habe ich geschlafen? Es gab einen Unfall. Du bist vom Kreuzer gefallen.
Darum kannst du dich auch an nichts erinnern. Aber schau dich um. Deponia ist verlassen. Unfassbar. Nichts als Schrott. Ja, nichts. Nun komm, lass uns zurück nach Elysium. Wir müssen unsere Hochzeit vorbereiten. Ja, lass uns gehen. Tja, das war's dann wohl. Ich geh dann auch mal. Der Weg nach Kuvak ist weit und ich muss mich noch auf die Apokalypse vorbereiten. Nicht so schnell, Freundchen. Du dachtest doch nicht wirklich, dass wir dich laufen lassen. Du weißt zu viel. Also ich meine gut. Außerdem glaube ich, dass du noch etwas hast, das uns gehört. Ach ja, die Datasette. Was ist? Worauf wartest du? Gib sie mir. Hoppla. Nein! Macht's gut, ihr Trottel. Oh, nee. Schnapp diesen Verräter. Erschießt ihn. Na, mein Freund. Hast du was verloren? Die Datasette. Bravo, Herr Oberkontrollrat. Echt putzig, wie sie mit ihren Spielzeugen rumfuchteln. That hurt. Na komm. Ich muss weg. Halt! Stopp! Juhuhu. Was tust du? Na, so schnell wieder zurück? Das war ein beeindruckender Sprung. Und mitten in den Nadelhaufen. Habe ich so noch nicht gesehen. Respekt? Alles klar, Kleiner? Du klingst ein wenig ausgepowert. Ja, okay, war klar. Rufus, immer alles normal. So, der Kurs ist gesetzt. Unsere nächste Station ist der schwimmende Schwarzmarkt. Gut, gut. Passt rein. Alles klar bei dir, Rufus? Du hast noch gar nicht zu Ende erzählt, was auf dem Turm vorgefallen ist. Ich will ja nicht zu neugierig erscheinen, aber ist Deponia jetzt gerettet? Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Bam! Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die er gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das. Hussa und so, der Kurs, volle Fahrt. Hussa, der Chor ist am Start. Deponia. Ein schrottreifes Ende? Boah, es hat genau gepasst. Ich sag Ende und Punkt, Punkt, Fragezeichen. Geil. Hammerhart. Ja. Ganz ehrlich. Kein Plan, Digga. So sag ich mal. Ja, Deponia 1 kann man erstmal so anbieten. Ob Teil 2 kommt, weiß ich noch nicht. Ich gehe mal davon aus. Also ich möchte jetzt hier nichts
versprechen, aber ist nicht so, dass ich keinen Bock hätte auf Teil 2, ja? Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach alle überraschen, ja. Kann man einfach mal machen. Das Spiel an sich. Ja, also, ich meine, ihr habt es ja gesehen. Also an sich sehr gut, ja. Aber ich war einfach teilweise viel zu blöd für diese Rätsel. Das ist, wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, irgendwie ein bisschen frustrierend. Und dabei war es teilweise gar nicht mal so schwer. Man hätte einfach nur ein bisschen nachdenken müssen. Diese Hupe zum Beispiel, das ist nämlich das Einzige, was mir gerade noch einfällt. Und in den letzten Aufnahmen war, glaube ich, unter Mosaik die Klappe, die ich nicht aufgemacht habe und diese Zuckerwatte reingelegt, dass ich was sehe. Okay, war auch grenzwertig, kann man aber rausfinden, also, weiß ich nicht. Ich schieb's jetzt einfach mal auf mich und sag, bis dann kann man das, ja doch, bis dann kann man das so anbieten. Also das war Teil 1, ich hatte Spaß und wenn Teil 2 kommt, und davon gehe ich jetzt mal aus, dass da morgen was starten könnte, dann, was wollte ich jetzt sagen, keine Ahnung. Ja, morgen Teil 2, ich hoffe aufs Beste, also. Ist halt immer so, wenn du eine Trilogie anfängst, Teil 1 war nicht schlecht, dann sagst du, komm, Teil 2, dann mach halt einfach. Ist doch jetzt auch Schnuppe, Junge. Ist doch Schnuppe wie Stern. Weil, Sternschnuppe, naja, egal. Ist nicht so wichtig. Aua, 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 aua. So, einmal richtig hingesetzt. Oh, mein Fuß, ey. Leck mich am Arsch. Ja, gibt's noch irgendwas zu sagen? Eigentlich nicht. Also, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe gesagt, was das nächste Projekt sein wird, wahrscheinlich. Ich habe gesagt, wie ich das Spiel fand. So ein Endfazit. Ja, hat eigentlich gereicht. Das Janocha-Trio läuft gerade oben aus dem Bildschirm raus. Nee, also. Ja, gut. Ich möchte kurz noch dem Typ am Nachtschalter von Pokis Tankstelle danken. Und ich glaube, das Fazit war ausführlich genug. Droggelbecher. Ja, nee. Nee. Könnte ich, aber nee. Wir schauen mal kurz eine Minute rein und dann. Nee. Ja, Mausrad. Hm? Sollte. Ja, und der Weg. Und. Ja, mal. Können wir. Ist es bei Einstellungen? Benötigt bei Änderung einen Neustart des Spiels. Ja, nee, sorry, muss ich nicht haben. Oder muss ich das haben? Heißt Neustart, neu... Okay, Neustart, ja, okay. Ja. Hm? Was denn jetzt noch? Sollte das... Willst du mich verarschen? Wozu habe ich denn den Droggelbecher-Modus jetzt angemacht? Spacken, deine Mutter braucht Neustart des Spiels, ey. Neues Spiel. Klick. Hm? Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel... Ja, und wie? Ja, dann leck mich am Arsch, dann halt nicht. Ich glaube, jeder... Ah, ich hab's kaputt gemacht. Nee. Wenn ich M drücke, dann... Geht die Sprachdingens da aus, an und so weiter und so fort. Ja, muss ich nicht haben. Oh, könnt ihr bitte die Fresse halten? Das ist eigentlich paradox, weil es sagt ja keiner mehr was. Aber trotzdem. Dann halt nicht. Komm, extras noch irgendwas kurz. Alle Filme. Ja, muss eigentlich reichen, ne? Gut, dann soll es gewesen sein. Zum Spiel nochmal. Sehr gut. Story. Kann man einfach so machen. Rätsel. Okay, an der einen oder anderen Stelle... Habe ich es halt einfach nicht hinbekommen, aber im Großen und Ganzen war das auch in Ordnung. Was will man sonst noch ansprechen? Musik? Na klar, also. Ja, Musik, also. Gibt es. Nee, Quatsch. Bevor ich mich hier noch weiter verstolper, das hat doch alles keinen Sinn. Also, ihr wisst Bescheid, ich weiß Bescheid. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder beim neuen Spiel. Was Deponia 2 sein könnte, aber ich weiß es noch nicht. Ja, okay, also.
Ne, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns. War mir eine Ehre. Wie Getreide. Weißt du, eine Ehre. Nee, nein. Ich bin Loni, wir sehen uns. Ciao und immer dran denken. Es war zu einfach, wer fordert mich im Zweikampf und kommt an diesen Stall ran? Kein Plan, Digga!